Ihr wollt doch mal wieder ein bisschen Area 51 haben, Chat, oder? Area 51. Diese Frau wurde freiwillig Opfer des schrecklichen Experiments Abigail in Area 51. In Staaten von Amerika, 81 Meilen nördlich von Las Vegas. Hier liegt die mysteriöse und beängstigende Area 51. Was ist das für ein Ort? Eine Militärbasis? Irgendeine geheime Testeinrichtung? Oder ein Ort für schreckliche Experimente? Es gibt viele Vermutungen, wofür Area 51 eigentlich steht. Einige sagen, dass Trümmer von einem außerirdischen Flugzeug unweit des Geländes entdeckt wurden oder... Ach Leute, wir wissen doch gar nichts. Wir wissen gar nichts, Chat. ...dass dort Weltraumforschungstechnologie entwickelt wird. Vielleicht werden dort Aliens festgehalten. Die US-Regierung, die die Basis jahrelang geheim gehalten und erst kürzlich ihre Existenz... Was meint ihr denn, was da ist? Dicke, reicht doch mit, hinter mir ist nix. Ich sehe das doch hier in der Kamera, da ist nix. Hört auf, mir versuchen Angst zu einzujagen, ihr Schweine. Ja, ich weiß selber nicht, was da ist, aber irgendwas muss da ja sein. Alter, nix ist da. Aber warum wird das denn so geheim gehalten? Warum darf man da nicht einfach da reinspazieren? Oder warum kann man da nicht einfach so einen Museumsrundgang machen? Oder was weiß ich was? Warum wird das so bewacht? Was ist da? Hä? Das hat dann nicht ohne Grund irgendwie so eine Bewachung. ...erkannt hat, versichert, dass auf diesem Territorium nur Flugzeuge getestet werden. Aber warum bewachen dann schwer bewaffnete Soldaten in einem Umkreis von 100 Kilometern die Luftwaffenbasis? Und warum funktionieren hier keine Kommunikationsmittel? Die Area 51-Videos von Knossi habe ich schon gesehen. Die waren auf jeden Fall nice. Die gibt es auch auf dem Highlight-Kanal schon. Müsst ihr mal gerne abchecken. Waren sehr, sehr geil. Da ist die Krabbenburger Geheimformel. Einschließlich GPS? Ist die Basis vielleicht doch nicht nur auf Flugzeugtests beschränkt? Und werden dort tatsächlich geheime Experimente durchgeführt? Ein solches Experiment kennt man aus der Zeit, als Area 51 nur eine Hilfsbasis für die US-Luftwaffe war. 1943 war die Situation auf der Weltbühne angespannt und die USA prüften verschiedene Strategien und Ideen, um den Krieg schnell zu gewinnen. Insbesondere wurden Projekte um Supersoldaten bekannt, wie Captain America oder der Hulk. So begann das monströse Projekt Abigail. Major Albert Wester hatte Abigail die Idee, den perfekten Soldaten zu erschaffen. Ein riesiger, erschreckender Kämpfer, der wenig isst, wenig schläft und keine Schmerzen spürt. Um diesen Soldaten zu entwickeln, mussten genetische Untersuchungen und Experimente an Menschen durchgeführt werden. Da keiner seiner Soldaten freiwillig ein Versuchskaninchen sein wollte, traf der Major eine monströse Entscheidung. Er wählte seine einzige Tochter, Abigail, als Testperson. Sie war... Korrekter Vater, einfach eine Tochter als Testperson nehmen. Hatars Gold ist da versteckt. Ein kluges Mädchen und eine großartige Studentin, die gerade angefangen hatte, in die Geheimnisse von Area 51 einzutauchen. Aber sie verstand nicht, was Schreckliches passieren würde. Während des Experiments begann Abigail, sich zu verwandeln. Sie wurde mit Wachstumshormonen bestrahlt und ein Cocktail aus... Wachstumshormone, gib mir Wachstumshormone! ...verschiedenen Chemikalien wurde injiziert. Bald nahm Abigails Gesicht eine merkwürdige Gestalt an. Ist das jetzt eine erfundene Story oder ist das gerade real, Alter? Was labert der da? Die begannen in verschiedene Richtungen zu wachsen. Ihre Haare wurden weiß und fielen aus. Ihr junges Gesicht wurde mit tiefen Falten bedeckt. Auf jeden Fall. Andere Wissenschaftler baten Abigails Vater, das Experiment zu stoppen. Aber Major Wester war hartnäckig und glaubte, dass all die negativen Auswirkungen, die Abigail erlitten hatte, nachlassen würden. Das Experiment geriet außer Kontrolle und laut Augenzeugen verlor Abigail völlig den Verstand und wurde wahnsinnig. Sie wuchs auf über 3 Meter an und entwickelte sich zu einem echten Monster mit erschreckenden Ausmaßen. Abigail wurde in den unteren Ebenen der Basis versteckt, wo niemand sie sehen konnte. Aber glaub nicht, dass das Einzige ist. Aber sie ist entkommen und rennt gerade irgendwo in Deutschland rum. Bei einem, der gerade hier zuguckt. Unterm Bett. Was Area 51 ausmacht. Wir alle haben die Gerüchte über Area 51 als Gefängnis für Aliens gehört. Vielleicht ähnelt Area 51 eher dem Hauptquartier von Man in Black. Ständig werden neue Informationen von zuverlässigen und nicht ganz so zuverlässigen Quellen an die Medien weitergegeben. Es gibt so viele Gerüchte um Area 51. Schauen wir uns einige der faszinierendsten an.
Eine der interessantesten Verschwörungstheorien, die Area 51 zugeschrieben wird, beschäftigt sich mit Zeitreisen. Immer mehr Menschen aus der Umgebung entdeckten alte Fotografien mit seltsamen Objekten oder Menschen, die einer anderen Ära anzugehören scheinen. Niemals gibt es Zeitreisen, Digga. Niemals. Vielleicht gibt es in Area 51 wirklich Experimente mit einer Zeitreisemaschine. Außerdem hat die Luftwaffe in den letzten Jahren einen verdächtig großen Technologiesprung gemacht. Anderen Quellen zufolge wurde an Bord eines unbekannten Flugobjekts eine Zeitmaschine gefunden. Steckt da die geheime Let's Kill-Folge, ja Mann. Vor Jahren in die Wüste von Nevada stürzte, in die Nähe von Area 51. In der Tat, sagte der Physiker Robert Lazar, meine Quelle von der National Security Agency bestätigte, dass die Regierung erfolgreich Zeitreisetechnologien entwickelt hat, sie jedoch für zu gefährlich hält. Übrigens, wenn du dieses Video aus der... Niemals gibt es Zeitreise, Digga. Niemals. Da, wirklich, da kannst du mir jetzt die rechte Hand noch abschneiden, wenn es Zeitreisen gibt. Also ich gehe in diese Zeitreise rein, ich fliege 5 Jahre zurück, weiß noch alles. Ja, wahrscheinlich, Digga. Das ist so ein Bullshit-Gelaber. Niemals. Zukunft anschaust, dann kannst du uns helfen und diese Geschichte in den Kommentaren unten bestätigen. Aber nun zurück zu den Theorien über Area 51. Eine andere erstaunliche Theorie ist, dass es in Area 51 eine Wetterkontrollstation gibt und dass dort Waffen für den Klimawandel entwickelt werden. Einige Wissenschaftler glauben, dass ähnliche Technologien in anderen Ländern entwickelt werden. Ländern, die den Vereinigten Staaten von Amerika Schaden zufügen wollen. Als Beweis wird die Hurrikansaison 2006 angeführt. Die Anzahl der Hurricanes in diesem Jahr war ein Rekordbrecher und verursachte unglaublichen Schaden an den Ölförderanlagen. Sprechen wir über eine andere Verschwörung, das Unsichtbarkeitsexperiment. Diese Theorie gilt als eine der plausibelsten. Es gab nämlich ein Experiment zur Entwicklung von Unsichtbarkeits- und Tarntechnologien in Area 51. Vor allem aus dem Nahen Osten kommen Videoberichte, in denen amerikanische Soldaten scheinbar aus dem Nichts auftauchen und dann spurlos verschwinden. Bestimmt, Leute, unsichtbar. Die haben zu viel Harry Potter geguckt, dass die diesen Mantel angezogen haben, der unsichtbare Tarnmantel. Chamäleon-Soldaten werden auch in den Berichten vieler Augenzeugen erwähnt, die vom irakischen Militär bis zu den Aussagen von ISIS-Kämpfern reichen. Diese fortschrittliche Technologie scheint ihrer Zeit etwas voraus zu sein. Die Information für die Masse war, dass es sich um das Quantum Stealth-Projekt, ein ehrgeiziges Projekt, handelt. Es wurde speziell für das Kopieren von außerirdischen Technologien für die Bedürfnisse der Menschheit entwickelt. Diese Quelle, vertrau mir, Bruder, ganz wichtig. Theorie wurde vor ungefähr 10 Jahren offiziell entlarvt. Aber die Aussagen mehrerer Augenzeugen lassen uns nicht ganz so sicher sein. Selbst wenn all diese Theorien falsch sind, irgendetwas muss auf der mysteriösen Area 51 passieren. Warum ist die Geschwindigkeitsbegrenzung, die die Basis umgibt, 40 Kilometer pro Stunde? In offiziellen Quellen zufolge befindet sich der größte Teil von Area 51 im Untergrund. Darüber hinaus ist das Sicherheitslevel für Area 51 krass hoch. Um überhaupt dorthin zu gelangen, muss... Chat, schreibt mal rein, würdet ihr euch trauen, ihr dürft 5 Leute mitnehmen. 5 Leute, ihr habt nichts bei euch, außer jeder eine Flasche Wasser. Ihr werdet dahin jetzt teleportiert. Würdet ihr das machen? Würdet ihr da gehen? Ich würde es nicht machen. Ich hätte zu viel Angst, Digga. Ich würde es nicht machen, ne. Würdet es machen, würdet Risiko eingehen? Digga, wenn da Leute sind, die knall ich einfach ab. Ihr habt nichts. Nee, das ist zu viel Risiko. Alle, ja, auf jeden Fall. Ihr seid alle auf einmal hier Dingens geworden, Alter. Ihr habt mir zu viel Indiana Jones geguckt. Du 3,5 Stunden von Las Vegas durch die sengende Wüste. Ey, wann war denn dieser Tag? Ich hab gedacht, die ziehen das durch. Es war doch mal so ein Tag angesetzt, wo irgendwie so voll viele bei Facebook so eine Gruppe hatten. Wir stürmen Area 51. Am Ende war ja niemand da gewesen. Gefahren. GPS und Mobilfunk funktionieren dort nicht. Du musst auf Papierkarten zurückgreifen. Überall in der Region befinden sich strategisch günstig angeordnete Sensoren, die jedes Fahrzeug erkennen und den Sicherheitsbehörden sofort übermitteln. Die Einrichtung wird von zivilen Auftragnehmern geschützt. Es sind zu jeder Zeit ca. 3000 Contractors aktiv. Und sie sind bis an die Zähne bewaffnet. Ja, guck mal, was willst du mir denn erzählen? Willst du mir sagen, da ist nichts? Warum, wenn da nichts ist, warum wird es so bewacht? Erklärt mir jemand diese Frage. Zum Schein, zum Sein, damit Leute denken, da ist was, dabei ist es vielleicht ganz woanders? Man weiß es nicht, Digga. Irren zu Fuß und mit Pickup-Fahrzeugen 24 Stunden. Ey, Bruder, der hat meine Brille an, Alter, warte mal. Vielleicht komme ich ja auch so rein, Leute, wenn ich... Ich komme mit euch, Jungs. Da
Dazu kommen die Panzer, Hubschrauber und sogar Raketen, die zur Verteidigung der Basis gehören. Warum sollte ein herkömmlicher Luftwaffenstützpunkt so viel Schutz benötigen? Nicht mal Chuck Norris wird da drin überleben. Ja, vielleicht, weil es hier bei der Area 51 um Aliens und fliegende Untertassen geht. Die Aliens! Die Untersuchung Aliens und eine geheime Militärbasis begann im Jahr 1947 mit dem berüchtigten Roswell-Zwischenfall. Zu diesem Zeitpunkt entdeckte der Besitzer der Foster Place Ranch, Mark Brazel, in der Nähe seines Hauses die Überreste eines seltsamen Flugobjekts und so etwas wie Raumanzüge mit außerirdischen Körpern. Das Militär kam an der Absturzstelle an, aber zu diesem Zeitpunkt hatte der Bauer bereits ein Interview im Radio gegeben. Eine detaillierte Untersuchung der Überreste besagte, dies alles war nichts weiter als die Überreste eines Wetterballons. Und so vergaßen alle den Fund. Aber warum ist dieses Ereignis dann so fest in uns verankert? Vielleicht liegt es daran, dass die US-Regierung nach 30 Jahren eine schockierende und unerwartete Erklärung abgegeben hat. Dass das Urteil, dass der Absturz ein Wetterballon war, falsch war. Das Wrack war nach Angaben der US-Regierung eigentlich ein Überbleibsel des Mogul-Projekts, eines streng geheimen militärischen Experiments, bei dem ein Wetterballon... Da leben Namekianer! Bro, was ist das für ein Foto, Alter? Da macht mir gerade voll Angst, der Typ. Der lebende Namekianer. Oberteufel Piccolo ist da. ...zum Abhören der sowjetischen Atomtests verwendet werden sollte. Darüber hinaus fügte die Geschichte von Boyd Bushman diesem außerirdischen Feuer Treibstoff hinzu. Er sagte, dass es der US-Regierung nach dem Absturz von Roswell in Area 51 gelungen sei, eine echte fliegende Untertasse mit lebenden Außerirdischen zu beschaffen. Er sagte auch, dass einige der außerirdischen Technologien, die Dinge wie Antigravitationsgeräte beinhalten, existieren. Obwohl der Mann einen Lügendetektortest bestanden hatte, erweckten seine Worte immer noch Zweifel unter Ich habe ja letztens wieder Interstellar geguckt, so ein geiler Film. Da merkt man erst, wie groß das Universum auch ist und sowas. Das ist so krass. Aber es kann ja nicht sein, sorry Leute, dass ich das sage, es kann nicht sein, dass wir hier die Einzigen sind auf der Erde, wenn es so viele andere Planeten und Galaxien und alles Mögliche gibt, das ist so gruselig, wenn man sich damit beschäftigt. Ich habe mich damit auch mal ein bisschen beschäftigt. Das ist einfach krass. Das ist verrückt, wie groß das alles ist. Und es kann ja nicht sein, dass wir die Einzigen sind auf der Erde, die es weit und breit gibt. Es gibt irgendwo 100% Lebewesen. Ja, das ist schon krass. Ich weiß nicht. Bruder, das ist schwierig. Das ist auch wieder dann mit Dingens... Ich habe mit vielen Leuten darüber geredet, auch mit Glaube und so. Viele sagen, ja, jeder Planet hat einen verschiedenen Gott und hier und da. Bruder, verrückteste Theorien habe ich schon mit denen geredet. Einfach ein Paralleluniversum, wo du Präsident... Digga. Wir wissen es alle nicht. Wir werden es auch niemals herausfinden. Wir wissen auch nicht, was uns nach dem Tod erwarten wird. Es ist alles eine ganz schwierige Situation. Was musste er denn noch tun, damit man ihm glaubte? Die US-Regierung hat der Öffentlichkeit versichert, dass in Area 51 keine monströsen Experimente stattfinden. 2013 wurde Area 51 als existent gemeldet, als Basis für den Test innovativer Flugzeuge. Dies kann durch Luftaufnahmen bestätigt werden, die einen merkwürdigen 21 Meter langen Hangar zeigen. Viele Menschen betrachten dies als Beweis für die Präsenz eines hochmodernen, unbemannten Bombers von gigantischem Ausmaß. In den letzten Monaten hat die Veranstaltung... 83% auf ja, denkt ihr, ob das verheimlicht? Eins wissen wir, dass man, wenn man stirbt, dass man alles wieder sieht, was man jemals gesehen hat. Ja, aber das habe ich auch. Ich habe das auch nicht verstanden. Das sagen ja Leute, kurz bevor man stirbt oder wenn man stirbt, man hat dann quasi so in mehreren Sekunden sein ganzes Leben vor sich, was man gelebt hat. Das verstehe ich nicht. Woher weiß man das denn? Wer weiß das denn? Area 51 im Internet mit dem Slogan "Sie können uns nicht alle aufhalten" an Beliebtheit gewonnen. Laut der Veranstalter soll sich am 20. September jeder in der Nähe der Basis versammeln. Stimmt. Mehr als 1 Million Menschen haben Interesse bekundet, darunter Prominente wie Elon Musk, Chuck Norris und Keanu Reeves. Das Militär hat die Menschen gewarnt, diese dumme Idee gar nicht erst zu versuchen. Sogar die Organisatoren versuchen, alle zu beruhigen, dass die Veranstaltung nur ein Scherz war. Aber wer weiß, wie viele Menschen die Idee, die Area 51 zu stürzen, tatsächlich ernst genommen haben. Vielleicht ist es klüger, solche Aktionen nicht zu unternehmen, insbesondere weil die Behörden mehr als in der Lage sind, die Geheimnisse der Basis zu schützen. Mit dem Fortschritt der Technologie und der Ankunft... Warte mal. Gibt es eigentlich Filme zu Area 51?
Wie geil wäre das, so ein Film oder einfach so ein Film oder eine Serie mit Michael Scofield als Hauptdarsteller, der die Leute in die Area 51 reinbringt und die auf einmal so voll die so merkwürdigen Dinge da erleben und so, Digga. So einfach diese Vorstellung, wie geil wäre das, bitte, wie geil wäre das? Independence Day? Ja, weiß ich nicht, Alter. Aber so ein richtiger Film, der auch ernst gemeint ist. Also jetzt nicht, klar, man weiß nicht, was dahinter ist, aber so versuchen, so wie realistisch wie möglich zu machen. Wie geil wäre das denn, Alter? Das wäre so heftig. Ja, von den Videos von Knossi kenne ich dazu, ja. Der Drohnen tauchten tausende von Fotos von Area 51 im Internet auf. Was glaubst du, haben die Leute auf diesen Bildern entdeckt? Fliegende Untertassen? Vielleicht Cthulhu? Nicht ganz. Moin, Anton. Aber sie fanden einen Wolkenkratzer. Der. Was war das denn für ein Alien? So, Leute, jetzt könnt ihr alle nachts nicht schlafen. Der. Wolkenkratzer. Der erhebt sich aus der Mitte der Wüste. So dramatisch und unerwartet wie die Pyramiden in Ägypten. Wo kommt der her? Wie wurde er gebaut? Wann und warum? Dieses seltsame, 100 Meter hohe Gebäude steht auf einem runden Fundament und hat eine ungewöhnliche Dreiecksform. Wir können nur raten, welche Funktion es erfüllt. Ist es ein riesiger Sendemast für die Kommunikation mit außerirdischen Zivilisationen? Oder eine Start- und Landerampe für Flugzeuge? Der Wolkenkratzer sieht sehr beeindruckend aus und er ist nicht ohne Grund mitten in der Wüste von Nevada auf Area 51 erbaut worden. Hast du irgendwelche Theorien dazu? Teile uns deine Verschwörungstheorien mit und schreibe sie in die Kommentare. Daumen hoch und Kanal abonnieren. Hm. Es gibt immer noch so viele tolle Sachen, die du hier dir anschauen kannst. Krass, ja.